Renn hier ist der lang gerannt. Steven, warst du das? Nein, ich bin am Raptor Tim. Einer von uns gewesen. Wieso kommt der in meine? Weil du keinen Pin gesetzt hast. Der Spasti, Alter. Der ist hier lang gerannt. Der Kampfgame war mega schnell. Ecke. Movement Speed ist Skill die ganze Zeit. Ja. Was klaut uns denn hier, Alter? Setz einfach einen Pin. Ja, trotzdem will ich wissen, wer uns beklaut hat, Alter. Das ist nämlich schon passiert. Durch das Setzen des Pins wird das nicht rückgängig gemacht. Da komme ich heraus, aber da wirst du dann nicht mehr beklaut. Durch Setzen eines Pins. Hab ich jetzt. Bitte. Pass auf. Ich hab dir doch erzählt, dass es einfacher ist, wenn du die Sache craftest, wenn du Holz hast, oder? Ja. Was Peter uns verschwiegen hat, er hat Blaupausen für die Wände. Hab ich nicht verschwiegen. Für welche hab Wände? Das heißt... Holzwände. Die Holzwände. Das heißt, du kannst damit die Holzwände umbauen. Auch unterwegs. Aus dem csgolounge.com. Ich glaub, die hab's verschwiegen. Doch, ich finde bei denen geht das ein bisschen schneller, Peter. Nein. Ich meine doch. Bildest du dir ein? Meinst du echt? Ja. Ich habe einfach mal einen Pin gesetzt bei uns an der Tür. Ich auch. Ach, ich habe jetzt irgendeinen random Pin genommen. Ich auch. Was heißt random? 6, 3, 6, 9, keine Ahnung, ob das ist. Ja, ich hab den mal merken an eurer Stelle, den Pin. Warum? Ja, ich hab überall den 6 genommen, ich hab überall 369 genommen, ich hab keine Ahnung, ob das... Hey, warum merken? Du musst den nicht eingeben. Das speichert der im Tribe, weil das ein Tribe-Haus ist. Ja, und beim nächsten Update, Alter, dann stehst du vor deiner Tür, musst nochmal den Pin eingeben, damit du reinkommst, damit das System das registriert. Beim nächsten Update wird's wahrscheinlich alles weg sein. Das könnte natürlich auch passieren. Passieren, das wird passieren. Blimmern. Hä? Ja, irgendwann muss der ja kommen, ne? Ja, aber trotzdem ist es nicht schlimm. Guck mal, was wir haben, ey. Wir haben jeder eine Hütte. Gut, bei euch wäre ein bisschen traurig, weil ihr habt schon ein dreistöckiges Haus, glaube ich, ne? Ja. Ich hab zwei Dinosaurier und ein zweistöckiges Haus, hallo? Das baue ich an einem Tag wieder auf. Ich weiß nicht, was mich abfuckt, ist die Dinge. Ich weiß nicht, ob dann die Level von dem Charakter weg sind, das würde mich ein bisschen abfucken. Ja, wird alles gewiped dann. Das wäre ein bisschen mehr nett. Alles andere ist Millionen, also was wir gebaut haben, welche Dinos wir haben. Fuck. Auch das mit den Dinos ist auch schon scheiße, aber das ist ja ziemlich zeitaufwendig, ja, aber, ne? Ja, aber keine Ahnung. Dauert das so lange, dauert das auch. Na, 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 na. Petermann. Wie viele sind denn das? Sind die im Moment alle online? 3, 4, 5. Er meinte insgesamt sind die 6. Wir müssen uns das überlegen, wie gesagt, das war noch nicht zu Ende entschieden. Nur wenn die halt so nicht so weit von uns wegbauen, ist das ganz useful, wenn wir in demselben Tribe sind. Also gibt das XP. Nicht, dass irgendwer anders denkt. Aber ich sehe die nicht. Klar, siehst du die ganz unten. Im Tribe sind die. Also ich weiß nicht, wo du guckst. Nein, ich bin oben auf dem Berg, Alter. Ja, ich sehe gerade alle essen. Meinte mein Bruder gerade, kein Plan. Oder vielleicht farben die auch. Wenn der eine die ganze Zeit verreckt, wird der ja wohl irgendwo rumrennen. Haben die schon irgendwelche Tiere? Nein, ich spiele das heute oder zwei Tagen oder so. Ich hab gesagt, wenn das Tribe eh eine Begrenzung hat, wie viel Spieler reinkommt, wer die alles gibt. So, dann machen die ihr eigenes auf und dann ist die Sache gegessen.
Das war auch geil, wenn die alle hier oben sind, Alter, und wir werden da unten angegriffen, können die einfach mit ihren Raptoren vom Berg runter jumpen auf die drauf. Wir hatten hier oben gebaut. Das ist dieses Strohding. Hinter eurem Haus. Pudi. Das war Pudi. Hey, warum ist der eigentlich hier? Oder noch hier? Wolltet ihr den nicht bannen oder so? Steven hat mich gefragt. Das war der Fehler. Ja, und dann hab ich Steven eine bestimmte Sache gesagt und dann hat er gesagt, ja, dann sagst du dem das. So, und dann kam der rein und hab ich ihm gesagt, pass mal auf, die Geschichten, die du uns die ganze Zeit erzählst und so, entweder bist du der Mega-Pechvogel oder du lügst uns an. Und da wir es nicht beweisen können und nicht sagen können, kann er sich das jetzt aussuchen. Er hat sowas wie, er ist nicht im Clan, er hat sowas wie eine Probezeit. Dann wird irgendwann entschieden unter allen Clan-Mitgliedern. Ja, wie wir das sonst auch machen. Wenn er reinkommt, wie wir das immer machen, genau. Und sollte das nochmal passieren, dass, also wenn wir ihn jetzt aufnehmen in Clan oder überhaupt, sollte es nochmal passieren, dass er jetzt irgendeine Geschichte sich ausdenkt. Hat er dann wieder drei Monate erzählt? Ja, nee, er hat nur gesagt, ja, okay. Er hat sich damit halt abgefunden. Wir haben gesagt, wenn das nochmal vorkommt, dann kannst du wegbleiben. Ansonsten, wenn zum Beispiel einer damit nicht einverstanden ist, dass du in den Clan kommst, dann bleibst du sowieso raus. Ja, dann haben wir dem das erzählt, weil wer auf dem anderen TS ist. Er hat sofort alle aus seiner Steam-Liste gelöscht. Ja, das von alleine, ne? Ja, muss man nicht auffordern. Wir haben nichts gesagt. Nee. Wir haben nur gesagt, kein Kontakt mehr zu denen. Und dann ist er sofort in seine Steam-Liste reingegangen, hat die alle rausgelöscht. Dann haben wir ihm noch gesagt, falls er mal irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock auf uns hat und deswegen wegbleibt und deswegen sich Geschichten ausdenkt, kann er uns das ruhig sagen, wenn er mal so nicht kommen will. Das ist ja kein Ding. Aber ja. Wir reagieren ja nur so allergisch darauf, dass er sich dauernd immer irgendeinen Scheiß ausdenkt. Vielleicht wird das auch alles wahr. Ja, genau, das haben wir. Ja, genau, deswegen haben wir gesagt, wir wissen ja nicht, was da ist. Genau, und deswegen kriegt er noch die eine letzte Chance jetzt. Vielleicht ist er den seinem Vater so scheiße. Ja, aber das müsste ja jetzt aufhören, weil er ist ja jetzt zu einem Kumpel gezogen. Deswegen hat er ja seine Klamotten auch wieder, sein PC und alles Mögliche. Aber das hat er mir vor, als er noch da war, oder kurz nachdem er weg war, bei Facebook hat er mir das schon nicht mehr lange gedauert, dass er zu Hause aussieht, weil er es nicht mehr aushält. Ach ja, wie? Und da sind die einfach hingegangen und haben den die ganze Zeit abgefuckt oder? Also ja. Erzählt. Wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, könnte es sein, dass der Vater wollte, dass er endlich auszieht. Weil er hat einen Job. Weiß ja nicht, wie der sich zu Hause verhält, wenn er sich so wie Jens verhält. Und Jens hätte ich auch schon längst rausgeschmissen. Aber bei Jens ist das ja so, dass die Mutter den ja wie so ein Küken bei sich haben will. Der musste ja sogar, keine Ahnung, Alter, alle 5 Minuten zu Hause anrufen, als er auf der Gamescom war. Was? Ja klar. Einmal in der Stunde hat er da angerufen. Alles in Ordnung? Oder sie hat ihn angerufen. Und als wir dann nach Hause gefahren sind, hat er dann auch sie nochmal angerufen. Ja, ich komme mit nach Hause, Mami. Du Muttersöhnchen. Ja, ganz genau.
Ein richtig ekelhaft dreckiges Muttertönchen. Jo. So, ich bin jetzt auch mal eine Stunde AFK. Warum? Was essen. Warum? Ich hab Bären, kann ich sehen. Na, ich hab auch ein paar. Ich hab Fleisch, ihr Fotzen. Ich brauch keine Bären. Ich hab, brauchst ja nicht fahren gehen, so. Kannst ja hier bleiben. Was ist? Hast du mal erzählt, hä? Gyros mit Pommes, Alter. Alles klar, bis nachher. Jo. Du dumme Huber. Also und das war's jetzt einfach. Und mehr wollt ihr bis jetzt noch nicht machen. Devan. Genau. Zähmst du jetzt den nächsten? Triceratops? Ja, ja, bin schon bei. Ich hab zwar gerade keine Ahnung, wo ich hier bin. Peter, du hilfst mir nicht beim Haus weiterbauen, oder? Das kann ich vergessen. Ich hab schon wieder was hingebaut. Peter, du könntest mal in den Saurus reingehen, da ist bestimmt ein Stack drin von den, wie heißen die Bären da, die Lillernen und mir vorbeibringen. Nö. Okay. Also ich würde die vorbeibringen, ich habe nur keinen Plan mit Chills. Ja. Der selber nicht. Aber ich weiß wohl. Und wenn du gerade schon mal dabei bist, Peter, könntest du einen Sattel machen. Nein. Dann machst du dir selber. Ja, kann ich doch noch gar nicht. Ja. Okay. Nein, ich hab einen Sattel zu Hause. Ja, dann bring mal rum das gute Stück. Nein. Den holst du dir selber ab. Naja, weil du mich nicht wiederfindest, ne? Hä? Ich geb dir jetzt Bären. Ja, dann hol die mal einen Dino ran. Der frisst die gerne. Hi. Oh! Hör doch. Was denn? Hast du auch ein paar Schwarze dabei? Nein. Schwarze mag ich nicht. Ja, die Firma dankt. Du kannst auch einfach den Schnauze halten. Ja, ja. Wir haben nicht noch irgendwo so eine Eisenschwitzhacke, oder? Ja, ne, da kann ich noch nicht machen. Ich kann eine machen. Wirklich fort, nur mit Till. Ja. Mit Kalle. Kann die auch craften, aber ich hab keine Chance. Soll ich diesen Sattel?